Herzlich willkommen zu Held vom Feld 3. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder mit einer neuen Folge vom Held vom Feld. Und ich möchte euch mal updaten. Wir haben in der letzten Zeit ganz viele Aufträge gemacht. Ihr habt, glaube ich, als letztes die Ballen-Challenge gesehen, wo wir leider nicht erfolgreich waren. Jedoch haben wir hier und da ein bisschen investiert in den Fuhrpark. Das seht ihr gerade hier an der Seite. Wir haben eine Drillkombi, wir haben einen Kalkstreuer, wir haben hier totes Kapital. Den Düngerstreuer, den dürfen wir nicht verkaufen. Der ist nämlich aus dem Standard-Fuhrpark zu Beginn. Wir haben eine Spritzkombi und so weiter und so fort. Also das wäre eigentlich unsere Opportunities, die wir machen können. Und ich habe gemeinsam mit euch, denn wir sind ja gerade live auf Twitch, haben wir uns entschieden, beziehungsweise wir haben drei Optionen. Silage, Schaf, Bienchen. Und ich habe mir mal für die Bienchen entschieden. Ich habe mir die 43 gekauft und da müssen wir jetzt rüber. Wir machen das aber folgendermaßen. Wir gehen nämlich so rüber, dann geht es schneller. Und dann können wir nämlich bauen und dann haben wir eigentlich auch einen Spawnpunkt in der Gegend. Das sollte zumindest mal möglich sein. Heißt, wir können, glaube ich, so irgendwo in die Richtung müssen wir. Hier drüben ist die Verkaufsstelle. Wir orientieren uns mal ganz kurz an der Verkaufsstelle, denn da müssen wir ungefähr hin. Ich habe mir nämlich den Ort so rausgesucht, dass wir nicht weit fahren müssen, um unsere Produkte dann später zu verkaufen. Die Frage ist dann halt, ob wir uns einen Frontlader kaufen und oder ob wir die LU-Geschichte nutzen. Die dürfen nämlich Transportaufträge machen. So, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Da drüben. Da müssen wir hin. Und dann war es, glaube ich, nur die Straße irgendwie so ein bisschen runter. Hier irgendwo runter. Das war auf jeden Fall nur eine klitzekleine Ecke von Wiese. Hier ist die 41. Wir haben uns, glaube ich, die 44. Da müsste kommen, hier. Die 43 haben wir uns gekauft. Das hier ist unser gutes Stück. Hier ist die Einfahrt unter anderem. Und jetzt haben wir gesagt, wollen wir mal Bienchen platzieren. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Tiere, Bienen, bitte lass mich es platzieren können. Denn sonst muss ich da nochmal rüber. Wisst ihr, wie ich meine? Ich mache den trotzdem mal hin, auf gut Glück. Ja, nämlich genau deswegen. Und wenn ich jetzt ins Menü reingehe, bin ich nämlich wieder da. Das war nämlich das Thema. Kann ich mich jetzt aber hier teleportieren? Jawohl. Also, das war schon mal ein Geniestreich. Der zweite folgt sogleich. Wir brauchen nämlich ein bisschen Geld. Und wir haben gesehen, so ein 33-Einheiten-Ding kostet 20.000 Euro. Ich würde jetzt mal, lieber Chat, was meint ihr? Ich würde jetzt mal drei Stück hinstellen. Ist es zu viel? Und die Frage ist natürlich, brauche ich dann für jedes zentraler Punkt, an dem Honig gelagert wird und in Paletten gepackt wird, spawnen alle hier oder brauche ich für jedes einzelne dann so eine Geschichte? Heißt also, wir brauchen 60.000 Euro insgesamt. Wir werden natürlich nebenher weiterhin mit Aufträgen arbeiten. 60.000. So. Und dann können wir mal hier platzieren. Tiere, Bienen. Ich will es schon noch so ein bisschen ordentlich. Ich muss sie wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von dem Trigger lassen, ne? Das muss ja nicht schön aussehen. Ist es richtig? Ist richtig. So, machen wir mal drei Stück. Und ich hoffe, das funktioniert soweit. Sonst muss ich ja nichts machen, ne? Das sollte ja rein theoretisch sozusagen ein Selbstläufer sein. Nur ein Spawnpunkt. Schreibt auf jeden Fall mal der Chat,
alle auf den einen. Crowy, wunderschönen guten Abend. Es geht nur, einer zu setzen, da spawnen dann alle Bienen, die dir gehören. Okay, ich weiß nicht, wie viel da rauskommen. Habe ich keine Ahnung. Der zweite Plan wäre jetzt natürlich dann, eine Geschichte zu gehen mit Schäfchen. Schäfchen für 75.000 Euro. Vorteil wäre nämlich hier, wir haben eine Wiese. Mähwerk dazu, könnten wir schon mal die Schäfchen füttern. Die Schafe brauchen ja sonst nichts mehr, ist es richtig? Guck mal, da ist Wasser drin. Also brauchen wir doch Wasser. Habt ihr nicht recht gehabt? Beim Standard braucht man Wasser. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, ich darf nicht aus den öffentlichen Gewässern Wasser nehmen. Bedeutet, wir haben... Pass auf, wir machen es anders. Wir machen kurz einen Break. So, dann machen wir das nämlich jetzt wie folgt. Wir haben Schafe. Wir haben einen Schafstall für 26.000. Also tragen wir es mal ein, Schafe für 26.000 Euro. Wir brauchen dann ein Wasserfass. Wir brauchen ein Mähwerk. Brauchen wir sonst noch was? Wir haben das Gras von hier. Wir haben den Schafstall. Wir haben Wasser. Gegebenenfalls ging später noch ein Frontlader. Ladewagen haben wir soweit. Ein Wasserspender. Wir brauchen noch einen Wasserspender. Jetzt ist bloß die Frage, das müsste, glaube ich, unter Tools drin sein, oder? Container. Da, so ein Ding brauchen wir noch. Ein Wassertank für 3.000 Euro. Wassertank. Für 3.000. Dann müssen wir gucken. Ein Wasserfass und ein Mähwerk. Wir brauchen ein Wasserfass. Es ist bei Tierhaltung drin. Das ist das günstige, glaube ich, ne? 3.000 mit... Ja gut, das ist ja bloß hin und her überladen. Das nehmen wir mit für 3.000 Euro. Und dann brauchen wir noch ein Mähwerk dazu. Ich würde halt auch erstmal das günstige nehmen. Guck mal, das Kuhn für 9.500. Das sollte reichen. Also machen wir da einfach 10 Grad aus. Es ist ja bums egal. Also sind wir irgendwo. Zack, zack. 30, 39, 42.000 Euro. Ich bin ein Mann der Entscheidungen, auch wenn sie schief gehen. 42.000 Euro. Roundabout. Müssen wir auf dem Konto haben. 42.000 Euro. So, wir brauchen Mähwerk. Wir brauchen Tierhaltung. Ich hoffe, das passt alles. Oh Gott, ich sehe schon. Jogi, du hast das vergessen, Mensch. So. Und dann brauchen wir noch den Tank und den Stall. So, Tiere, Schaf. Selbstverständlich könnte ich mir den sparen, aber für, was kostet das Wasserfass? Für 6.000 Euro Wasserfass und Wassertank, na, das rentiert sich noch nicht. Deswegen fangen wir so an. So, machen wir mal hier hin. Oh, ich bin der Mann der Entscheidungen, auch wenn es schief geht. Dann der Wassertank dazu. Ich will nicht weit fahren müssen. Ich gehe mal davon aus, den kann ich so direkt platzieren. So, haben wir noch was vergessen? Wir haben Schafe, wir haben Wasserfass, wir haben Smellwerk und wir haben Wassertank. Gut. So, ich weiß, ihr werdet mir in die Kommentare schreiben, ich hätte und so weiter und so fort, aber... It is what it is. So, wir zahlen den einfach mal schon mal zurück. Und das macht jetzt einen Gesamtüberblick im, ja, im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld.
Wir sehen aber, wir haben auch investiert. Okay. Jetzt brauchen wir noch Tiere. Ohne Tiere geht's nicht. Die haben wir vergessen zu kalkulieren, Mensch. Was würdet ihr mir empfehlen an der Stelle? Wir brauchen... Gibt es da irgendwelche Unterschiede von der Wolle oder so weiter und so fort? Ist es egal? Ich würde jetzt ein Bentheimer Landschaf nehmen für 488 mit 8 Monaten. Ich denke, das wird egal sein. Dann brauchen wir nochmal Geld. Es führt keinen Weg zurück. So. Können wir da für... Reicht es schon? Tiere gekauft. So, wir haben ein paar Nutztiere. Dann können wir jetzt zum Schlepper rüber. Und packen das Ganze mal kurz weg. Wir brauchen dann gleich noch den Kollegen hier. Muss erst wieder ausklappen. Meine Güte. So. Dann können wir den Ladewagen mitnehmen. Dann müssen wir zum Händler und können unser Mähwerk mitnehmen. Und dann müssen wir halt nochmal eine Extra-Tour fahren für unser Wasserfass. So, Atagi. So ist also aktuell der Stand vom Held vom Feld an diesem, ja, wenn ihr das Video seht, an diesem frühen Morgen. Ich möchte ja immer wieder versuchen, ne, Angaben ohne Gewehr, morgen so ab 7 Uhr Held vom Feld für euch auf YouTube und für die anderen auf Twitch montags, mittwochs und freitags. Tabletten wirken. Haumann, dann mal auf jeden Fall. Es wäre erträglicher. Es ist, glaube ich, dann erträglicher. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal gute Besserung. Ne? Erhol dich gut. Also Fapsel und Jamann an der Stelle haben geschrieben, ist eigentlich egal. Die Schalfchen sind soweit alle identisch. Ich glaube, worin liegt der Unterschied zwischen den Jungen und den Älteren? Ist es tatsächlich dann so, dass die Älteren früher die Wolle geben? Im Verhältnis zu den Jungen, tut man die Jungen nicht scheren oder haben die noch nicht genügend Wolle am Buckel und am Bauch dran? Ich weiß es nicht. Habe ich noch nie beobachtet, das Zeug. So, hier links, wer ist denn da unterwegs? Die werfen nur eher. Okay, ist aber auch trotzdem wichtig für uns, dass wir früh Nachwuchs kriegen dann. Das wäre nicht verkehrt. So. Links ist frei, rechts zahlt Versicherung oder irgendwie so. Die Fahrstrecken hier auf der Landesumme sind ja klar exorbitant. Ich sehe schon wieder, ich muss schon wieder zum Tanken, ne? Das ist echt heftig, was so hier allein ein Sprit rausballerst auf diese langen Fahrstrecken. So, und wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt, ne, für euch YouTube-Zuschauer, lasst gerne ein Like da, ein Abo auf dem Kanal. Das supportet mich, das bringt uns hier weiter. Und das ist auch das Schöne, ne, wir sind so über die Zeit gewachsen und deswegen waren wir auch hier herzlichst eingeladen auf dieses Projekt. Wenn ihr bloß einen Zuschauer hättet, glaubt, ja, da bist du halt nicht im Vordergrund, ne? Deswegen lasst gerne ein Abo da, das supportet weiter und dann können wir auch weiterhin bei so tollen Projekten mitmachen. Zumindest hoffe ich das. So, zum Glück habe ich die Sounds ausgeschalten, sonst hätten wir jetzt einen Furz im Video. Die Stammzuschauer unter euch wissen es. So, da vorne ist der Maschinenhändler. Da haben wir unter anderem auch noch ein bisschen Saatgut stehen.
und dann das Wasserfass und das Mähwerk. Das müssen wir dann natürlich auch bei Gelegenheit noch wegnehmen, weil sonst blockieren wir früher oder später dann auch den Spawnpunkt und dann kriegen wir vielleicht einen Anschiss von der Orga, vielleicht auch einen Punktabzug. Man weiß es nicht. So, Atage. Jetzt müssen wir einmal rechts runter, ne? Hier oben. Einmal rechts runter und dann wieder links und dann sind wir schon da. Das, eigentlich ist es genauso, wie ich mir das erhofft habe. Wir haben relativ zentral eine Verkaufsstelle für unseren Honig. Wir haben relativ zentral da oben auch Saatguthändler und so weiter. Plus den Maschinenhändler, reparieren, tanken. Wir haben jetzt alles relativ kompakt an einem Ort, dass wir da so wenig wie möglich Zeit verschwenden an Fahrwegen etc. So. Hier runter. Ich hoffe bloß, dass die Musik aus ist im VOD. So ist das ganze Video für Katz. Also wenn ihr das Video seht, wisst ihr, ich habe Musik ausgehabt. Ich singe extra nicht dazu, weil sonst wirkt es nämlich doppelt komisch, wenn ich so nicht vorhandene Musik noch singe. Hier kommt Kurt. Er kann es nicht lassen. Ja, so langsam komme ich zurecht mit der Straßenführung. Aber ab und zu, wenn es so hinter in die kleinen Feldwege reingeht, muss ich doch tatsächlich nachgucken. Dank dem LUWZ kenne ich die eine Kreuzung mittlerweile ganz gut. An der orientiere ich mich immer. Aber gerade so in den unteren Bereich, da wird es kritisch. So, enge Linkskurve. Ich spiele hier, by the way, ne, mit Maus und Tastatur. Hat unter anderem einen Grund der Faulheit, aber auch, wir haben eine Challenge ja gemacht, die Ballen-Challenge mit Maus und Tastatur und ich weiß nicht, was da sonst noch kommt. Deswegen will ich da auch so ein bisschen ein Gespür für Maus und Tastatur reinbringen, damit wir da gewappnet sind für weitere Sachen. So, da vorne, ne, Bienen und Schäfchen. Da haben wir schon mal was. Wir können hier schon mal ausklappen, Zeit sparen. Können wir den Zaun abreißen? Lieber Mario, / Agrario. Das wäre na klar cool, wenn man den abreißen könnte. Nein! Mensch, warum müsst ihr eure Zäune immer fest verbauen? Sagt der, wo es auch macht, ne? So, Mähwerk ablassen, hinten anschalten, ablassen. Und dann sollte da gleich Gras reinkommen. Für unsere Schäfchen. Das ist nämlich der Vorteil. Wir können das jetzt direkt verfüttern. Plus, wir müssen mal schauen, wie schnell der Trigger voll geht. Wir könnten nämlich den Rest dann noch in Silage machen. Weil ich glaube nicht, dass meine 15 Schäfchen oder was wir da jetzt gekauft haben, so viel benötigen. Heimsen, grüß dich. Die Konkurrenz ist gerade bei mir im Chat. Aufpassen. Der guckt, was ich mache. Wir dürfen da nicht so viel spoilern. Immer schön den Blick nach unten bewahren. Kann mal bitte den Heimsen jemand rausschmeißen aus meinem Stream? Spaß. Mensch, Spaß. So, und wir packen das gleich mal direkt rein. Und dann müssen wir nämlich das Wasserfass holen, dass da die Produktion gleich losgeht, ne? Das hat jetzt erstmal die Brio. Hinten abschalten. So. Warum kann ich das nicht abladen? Ich habe hinten nicht angewählt. Warum kann ich nicht abladen? Houston, ich habe ein Problem. Ich fahre nochmal raus aus dem Trigger. Man weiß ja nie. Chat, wie ihr sagt mir jetzt, das geht so nicht, ne? Ich habe mich auf euch verlassen. Oh, Gott sei Dank. Gut. Rein damit. Tiere. Guck mal, da geht nämlich gar nicht so viel rein. 3000 Liter und dann ist nämlich erstmal Schicht im Schacht. So, das bedeutet, wir könnten uns überlegen, ob wir dann hier noch ein Fahrsilo platzieren für 20.000 Euro. Ich nehme das nachher hier gleich wieder weg, keine Sorge.
Ohne Wasser spawnt da erstmal nichts. Und dann können wir nämlich hier auch gleich noch Silage machen. Dann haben wir alle drei doch auf einen Nenner gebracht. Gut, Freunde, in dem Sinn würde ich sagen, die Folge machen wir mal hier Ende Gelände. Ich halte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge vom Held vom Feld. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.